Von außen ist es kaum sichtbar, doch technisch hat sich viel geändert. Seat hat den Ibiza geliftet und schickt den kleinen Spanier nun deutlich vernetzter und mit überarbeiteten Motoren auf die Straße. So kommt als Basisbenziner ein Dreizylinder mit 1 Liter Hubraum zum Einsatz, der als Saugmotor 75 PS und als EcoTSI Turbotriebwerk 95 oder 110 PS leistet. Die Preise für den kompakten Spanier reichen aktuell in Deutschland von 11.990 bis 21.940 Euro. Die Relation Diesel-Benzin ist bei uns etwa ein Drittel, zwei Drittel. Das liegt daran, dass bei den kleineren Fahrzeugen doch nicht die Vielfahrer zu Hause sind, sondern eher Zweit- und Drittfahrzeuge, urbane Fahrzeuge, das heißt eher Benziner sind. Konkretes Beispiel im Fall Ibiza sind es über 90% Benzineranteil. Das heißt, da findet der Diesel nur sehr, sehr wenig statt. Während beim Alhambra, das ist dann schon eher ein Vielfahrerfahrzeug oder eben auch beim Militär, war es so gewesen, dass der Dieselanteil etwas höher war. Alles in allem kann man sagen ein Drittel, zwei Drittel. Das Exterieurdesign des Ibiza ist nach wie vor topaktuell und besitzt sehr hohe Akzeptanz bei Kunden und Interessenten. Somit beschränken sich die Modifikationen auf neue Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, neue Leichtmetallräder in 16 und 17 Zoll sowie die neuen Lackfarben Moonstone Silber und Chili Rot. Das Kofferraumvolumen beträgt 292 Liter, bei umgeklappter Sitzbank sogar 938 Liter. Im neuen Seat Ibiza haben Sie die Möglichkeit, über Fullink Ihr Smartphone entweder mit Apple CarPlay für iOS-Geräte, Apple-Geräte oder für Android-Geräte zu verbinden. Sie müssen sich so vorstellen, dass es eine Spiegelung des Displays auf dem Smartphone ist. Eigentlich so, wie wenn Sie einen Laptop an einen Beamer anschließen, der das Bild dann an eine andere Stelle projiziert. Und so ist es hier auch der Fall. Wie ist das Wetter in Berlin? Es sieht heute nicht so gut aus. Tiefsttemperaturen bis zu 7 Grad und Regen. Das wohl auffälligste beim neuen Ibiza sind die Aufwertungen im neu gestalteten Innenraum. Zum Konzept des neuen Designs gehören vielfältige, zu jeder persönlichen Vorliebe passende Möglichkeiten der Individualisierung. Ibiza ist neben dem Leon die zweitstärkste Säule. Der Leon hat das große Wachstum ermöglicht und den großen Restart gemacht, kann man sagen. Ibiza ist die zweite starke große Säule. Das Produkt, was man auch kennt in Seat, für uns etwa 30.000 Fahrzeuge. Natürlich auch vom Volumen her sehr, sehr wichtig, aber auch für die Kundschaft. Unsere Kunden sind 10 Jahre jünger. Das heißt, da gibt es auch ein junges Publikum, auch jung im Denken, nicht nur jung im Alter, die großes Vergnügen mit dem Seat Ibiza haben.